läuft. Ja. Ja, nochmal zurück zu der Frage, die haben wir noch nicht erschöpfend beantwortet, warum ich gewaltiges Strafmaß, so ein Übermaß an Strafe bekommen habe und wie sich das im Einzelnen zusammensetzt. Es war dann noch dabei, und das war das Einzige, wo man sagen würde, gut, es war nach dem Gesetz eine Straftat, ist natürlich auch wieder mal verraten worden, jemand hatte mir, war gar nicht nötig, das zu verraten, hat angegeben, dass er mir eine Pistole verkauft hat. Ich hätte es bestreiten können, aber ich musste mir meine Glaubwürdigkeit erhalten, das war mir wichtiger als so eine Nebensächlichkeit. Und ich hatte eine Pistole gekauft, die war nicht angemeldet. Und das war natürlich gesetzwidrig, kann man sagen. Und die ist aber nie gefunden worden. Ich habe die auch mit in den Libanon genommen später. Also gar nichts damit passiert, es ist nicht ein einziger Schuss aus dem Rohr gegangen. Und dafür hat dann mein Anwalt gesagt, also gut, 6 Monate Gefängnis, auch schon viel. Sie hätten es auch einstellen können, weil ich in einer Situation war, wo ich schon auch bedroht war. Also das, eigentlich hätte man das auch verstehen können. Jedenfalls, das waren dann die 6 Monate und in allen anderen Punkten hat der Anwalt Freispruch gefordert. So, nur zu der Frage, warum? Wenn ich einerseits sage, das Gericht war nicht unfair, bestimmt nicht. Sie haben sich große Mühe gegeben, auch zum Beispiel diese Ermittlungen, die dann doch festgestellt haben, dass alles das, was der Staatsanwalt vorgetragen hat von Antisemitismus und all diese Dinge, dass das alles nicht zutreffend war. Sie waren auch behilflich, falsche Zeugen zu überführen. Also ich habe ja Belastungszeugen gehabt, die durch Beeinflussung und unter Druck die dollsten belastenden Dinge geschildert haben. Die sind dann zum Teil vom Gericht überführt worden und in verschiedenen gravierenden Fällen sind sie auch selber zusammengebrochen und haben gesagt, wir haben auf Druck durch die Polizei haben wir Gefälligkeitsaussagen gemacht. So ist das dann zusammengebrochen. Aber, also das Gericht war nicht unfair. Und ich habe nicht umsonst vorher die Begebenheit geschildert, wo ich mein Drittel bekommen sollte und der Richter hat gesagt, wenn ich Sie jetzt rauslasse, dann haben Sie aber auch nichts davon. Das haben Sie zunächst nicht verstanden, man kann es aber gut verstehen. Und das war die gleiche Situation. Das Gericht wird dafür gesorgt haben, in Absprachen mit der Staatsanwaltschaft, dass die Staatsanwaltschaft darauf verzichtet, in die Revision zu gehen. Die Staatsanwaltschaft ist nicht in die Revision gegangen. Und meiner Vermutung nach hat der Staatsanwalt gefeilscht und gesagt, wenn ich da mitmache und nicht in die Revision gehe, dann muss aber hier ein ordentliches Strafmaß, also 10 Jahre, sowas muss der weg sein vom Fenster, sonst gehe ich in die Revision. Dann wird sich nur ein Deal zwischen Staatsanwälten. Ja, weil das Gericht sich natürlich gesagt hat, ganz ähnlich wie in der geschilderten Situation, wenn der Staatsanwalt in die Berufung geht, dann bleibt er im Gefängnis. Und dann kann der Staatsanwalt sich 2 Jahre Zeit lassen und dann noch mehr, bis er ein neues Verfahren auf die Beine bringt. Das kann noch einmal 2 Jahre dauern, sind 4 Jahre rum. Und kein Mensch weiß, was dabei rauskommt. Und selbst wenn er wieder freigesprochen wird, die Jahre sitzt er erstmal ab und den nimmt ihm keiner weg. Wenn wir ihm jetzt ein Strafmaß geben, wo er dann sein Drittel bekommt und dann, sagen wir mal, nach 2 Jahren wieder rauskommt, dann geht das Leben für ihn weiter, was er bereits gesessen hat, kann ihm sowieso keiner abnehmen. Das ist das, was mit größter Wahrscheinlichkeit dahinter stand. Der Beweis dafür ist, dass der Staatsanwalt auf die Revision verzichtet hat. Ich habe auch eine umfangreiche Revision geschrieben, da hat sich das Revisionsgericht noch nicht mal angeguckt, obwohl sie sehr gut begründet war. Noch eine Frage zur Klarstellung. Sie haben ja seit 1981 dann durchgehend im Knast gesessen. Oder
oder waren Sie zwischendurch noch mal draußen? Nein, ich war immer im Gefängnis. Also Sie waren 8 Jahre im Gefängnis. 8,5. Aber von 9,5 Jahren, die 2/3 wäre dann ja 6 Jahre. Nein, es war ja so, ich habe ja 10 Jahre oder so sowas bekommen. Ich habe ja mehr bekommen. Ach so. Ja, wie viel habe ich bekommen? Ich hatte gelesen, 9 Jahre, 6 Monate hatte ich. Also naja gut, ein Jahr war ja ohne. Muss man dazu rechnen? Ja. Das war ja das Jahr von dem... Ja, das Jahr wurde dazu gerechnet. Noch von der Tübinger Sache. Hat sie Tübingen gesagt. Ja, das war ja in dem Urteil nicht enthalten, das war ja verbüßt. Mhm. Ging so ungefähr um 10 Jahre. Okay. Aber also diese Entlassung auf 2/3, die haben Sie dann bekommen? Ja. Habe ich dann bekommen, aber eigentlich auch nur, das war dann so, jetzt sind wir jetzt bei der Haft, ich habe 2-mal Hungerstreik gemacht. Also mehrmals, aber so 2 Wochen, das rechne ich gar nicht. Und einmal hat man mich nach Straubing ins Zuchthaus. Aus Sicherheitsgründen. Normalerweise gibt es dort keine U-Gefangenen. Ich war da ein Einzelfall. Wegen der besonderen Sicherheit. Und man wollte mich nicht arbeiten lassen. Da habe ich mir gedacht, wenn ich so lange eingesperrt bin, die Zeit vergeht und alles so nutzlos. Ich wollte arbeiten. Andere wollen nicht, die sind froh, wenn sie nicht arbeiten müssen. Und ich wollte unbedingt in die Tischlerei. Und ich mir gedacht, damit kann ich dann was anfangen. Und das wollten sie ums Verrecken nicht. Beim Strafgefangenen wollen sie, dass er arbeitet, aber beim U-Gefangenen, der muss nicht. Und die Kannbestimmung, das wollten sie nicht. Und da habe ich gestreikt, 53 Tage. Ich hatte den Vorteil, dass der leitende Medizinaldirektor mich sehr unterstützt hat. Der hat gesagt, Zwangsernährung kommt nicht in Frage, ich werde sie bei ihrem Kampf gegen die Justiz nicht behindern. Und zum Schluss, bevor sie zuschauen mussten, bis ich krepiere, haben sie mich dann arbeiten lassen. Und dann schließlich auch noch in der Tischlerei. Und das war dann ganz gut. Ich bin dann auch von den Beamten sehr gut behandelt worden. Und der Meister in der Tischlerei hat mich sehr gefördert, weil er gesehen hat, dass ich ein Interesse habe. Wenn die anderen 30 Schreibtische für die Justiz machen mussten, und wenn die fertig waren, mussten sie nochmal 30 Tische für die Justiz machen oder Aktenschränke, dann habe ich zwar auch gemacht, aber dann hat der Meister gesagt, was haben sie noch nicht gemacht, was wollen sie noch mal machen? Geguckt, was er für Aufträge da hat. Da habe ich Möbel für die Staatskanzlei gemacht. Ich habe Schrank gemacht und zum Schluss habe ich einen Sekretär gemacht und dieser Sekretär war bestimmt als Geschenk für den Chef der MTU, der später von den Terroristen erschossen worden ist, weil die MTU hat, wir hatten neben der Möbeltischlerei, hatten wir noch eine Kistentischlerei, die haben die Transportkisten für die Triebwerke gemacht und da hat er gesagt, naja, das ist eigentlich ein Gesellenstück. Aber ich lasse sie mal machen. Und da musste ich einen Sekretär, einen Klappsekretär machen, wo alles dran ist, was ein Tischler machen muss. Also Schubladen, Drechselarbeiten, eine Klappe, was sehr schwierig ist, nicht? Weil die muss, wenn sie zu ist, muss die auf Millimeter passen, aber auch wenn sie aufgeklappt wird, innen anders furniert wie außen, mit Schub und Innenleben. So. Und zum Schluss hat er gesagt, Herr Hoffmann, das war jetzt eigentlich schon eine Arbeit für die Meisterprüfung, sehr gut gemacht. Also die haben mich gefördert und auch später habe ich das gut brauchen können. Was Holzarbeiten angeht, konnte mir keiner mehr was vormachen. So, wo waren wir stehen geblieben? Beim Hungerstreik oder bei? Hungerstreik, also ja, Sie sind dann ja entlassen worden 1989. Ja, das war ja so. Wenn der Zeitpunkt des Drittels näher kommt, dann wird ja der Gefangene langsam daran gewöhnt, dass er jetzt dann mal freigelassen wird. Dann kommt erstmal eine Ausführung, da geht ein Beamter mit, wenn du wieder brav mit reingehst, dann kommt die nächste Stufe, Alleinausgang. Und wenn das vorher nicht absolviert worden ist, dann kann es auch keine Entlassung geben. Das sind Voraussetzungen, Bedingungen. Ich kriege da aber keinen Ausgang und keine Ausführung. Und dann wusste ich,
dass sie mir das dritte nicht geben wollen. Und dann habe ich Hungerstreik angetreten, um eine Ausführung wenigstens zu erlangen. Und dann habe ich 56 Tage gestreikt. Und das war dann so, da wäre ich also wirklich fast gestorben. In der letzten Nacht, bevor ich dann ein paar Tage später aufgegeben habe, da ging es mir so schlecht, da konnte ich nicht mehr laufen, da konnte ich nicht mehr sprechen. Da habe ich eine Tetanie gehabt und ich habe dann auch noch das Wasser weggelassen, damit das schneller geht. Und die Ärztin, auch eine leitende Medizinaldirektorin, die hat sich die ganze Nacht neben mich ans Bett gesetzt und hat mich bewacht. Und ich hatte Fieber, jede Stunde ging das Fieber 1 Grad hoch. Das war dann kurz vor dem Anschlag, bis dann das Fieber langsam durch Wadenwickel wieder runtergedrosselt war. Und alle Viertelstunde hat der Direktor angerufen und wollte, ist ihnen dann schon der Stift gegangen, wie es mir geht. Die wollten mich nicht im Gefängnis krepieren lassen. Ich sollte ins Krankenhaus, da kann man sterben, aber nicht im Gefängnis. Und sie hat das verweigert. Und später hat sie mir gesagt, ich wusste ja gar nicht, ob die sie unterwegs ordentlich versorgen. Ich habe dafür gesorgt, dass sie hier bleiben. Und die Ärzte in den Gefängnissen haben immer schützend die Hand über mich gehalten. Aber überhaupt, die Beamten und auch die Direktoren haben mir den Respekt im Gefängnis nicht verweigert. Die haben immer gewusst, was gespielt worden ist. Ne? Und ich muss sagen, ich habe auch heute noch den größten Respekt auch vor dem einfachen Wachpersonal im Gefängnis. Die haben sich so rechtsstaatlich fair und anständig verhalten und die haben so viel schlucken müssen an Gemeinheiten und Unflätigkeiten. Und für mich war es immer so, im Gefängnis, ich will nicht sagen, dass sie mich bevorzugt behandelt haben, sie haben mich so behandelt, wie ich mich gegeben habe. Ich wusste immer, die Männer haben mich da nicht hingebracht. Die sind ja nicht schuld an meinem Schicksal. Und das hat sich ausgezahlt, ich bin korrekt behandelt worden. Und wenn ein Beamter gesagt hat, Hoffmann, das kriegen Sie, das ist so, das machen wir, dann wusste ich, woran ich bin. Bei dem Gefangenen warst du da nie sicher, wen du vor dir hast. Also das Schlimmste war die Ungewissheit, weil die wollten ja alles von mir. War ja alles offen noch. Das war das Schlimmste. Die eine Zeitstrafe hatten, auch wenn sie lange waren, die konnten sich irgendwie damit abfinden, Pläne machen, wann auch immer das ist, ich nicht. Und viele haben zu mir gesagt, auch in Straubing, wo ja neben mir nur leider Lebenslängliche waren, die haben gesagt, wie hältst du das aus? Ja, wie habe ich das ausgehalten? Ich wusste, dass ich nicht schuldig bin. Und ich habe mir immer gesagt, wenn man nicht schuldig ist, es wird schwer werden, mich deswegen zu verurteilen. Und ich erinnere mich, wie ich dann, ich wurde dann nach Nürnberg wiedergebracht und ins Gefängnis, weil ja da hier das Gericht dann stattgefunden hat. Ich bin durch die gleichen unterirdischen Gänge transportiert worden und mit dem gleichen Aufzug hochgefahren worden, wo die sogenannten Kriegsverbrecher geführt worden sind. Ich saß da ähnlich, wo der Göring saß, wo der Keitel saß, glaube ich, da saß ich. In dem gleichen Gerichtssaal haben sie auch mit Absicht gemacht, nicht? Dass sie mich in dem Saal 600, der normalerweise gar nicht für so Prozessgeschehen, sondern nur für museale Zwecke hergezeigt wird. Da haben sie mich da drin verarztet. Und dann war es so, ich musste mal wegen irgendwas zum Rapport, zu dem, was hätte ich gesagt, Betriebsleiter, zum, naja, dem Obersten von der uniformierten Mannschaft, Dienstleiter. Und dann hat er so im Gespräch gesagt, naja, es ist schon nicht einfach, Sie haben ja noch einen gemeinschaftlichen offen, also Mord haben Sie ja noch offen. Und da kommt was auf Sie zu, habe ich gesagt, das betrifft mich am allerwenigsten. Da hat er gesagt, was, wieso? Ja, sage ich, das ist ganz einfach, weil bei Mord, da müssen Sie es ganz genau machen. Da müssen Sie genau den Nachweis erbringen, du weißt, ich wollte nicht schuldig bin, das können Sie nicht.
Alles andere macht mir Sorgen, weil das ist Gummi. In den Libanon konnte keiner nachgucken, nur alles Aussage und Glaubwürdigkeit und so weiter. Aber bei Mord, da müssen sie es genau machen. Und da sehe ich der Sache gelassen entgegen. Wir haben sie verstanden. Ja, ja. Ja, nach Ihrer Haftentlassung haben Sie sich dann also erstmal zurückgezogen. Also zuerst mal ist es ja so gewesen. Wir haben ja hier in dem Schloss vor einer Ruine gestanden. Die Polizei hat hier Durchsuchungen gemacht. Man konnte hier vom Erdgeschoss, die Fußböden waren alles nur Schotter, und man konnte vom Erdboden bis zum Dach durchgucken, da waren alle Böden rausgerissen. Und natürlich nichts gefunden. Sie haben für Unsummen Schaden gemacht. Und es war damals Eigentum meiner Frau. Und sie hat Schadenersatz gefordert. Den hat man natürlich verweigert. Und hat gesagt, ja, sie sei selber schuld. Sie hätte sich durch ihr Aussagenverhalten verdächtig gemacht. Aussageverhalten war, sie hat überhaupt keine Aussage gemacht. Was hätte sie denn sagen? Sie wusste ja nichts. Also das war schon großes Unrecht. Sie konnten die Schlagzeile nicht ertragen, Nazi Hoffmann wird entschädigt. So ging das schon los. So, und dann musste ich erstmal meine Finanzen in Ordnung, ich hatte nichts mehr. Ich bin neu eingekleidet worden im Gefängnis, aber sonst hatte ich nichts mehr. Alles war gestohlen, ausgestohlen. Ich hatte kein Werkzeug mehr, kein Hammer, keine Zange, gar nichts. Es war alles kaputt hier und wirklich zerschrotet. Wir haben Jahre gebraucht, um das alles wieder aufzubauen. Ohne Unterstützung und Fördermittel, nur gegen Widerstand und gegen Häme und Ekelhaftigkeit. So, also die ersten Jahre sowieso wollte ich überhaupt nicht aktiv werden. Ich habe auch keinen Sinn dahinter gesehen. Womit, mit wem, gegen wen, wofür. Und dann wollte ich ja, wie gesagt, diesen Vollstreckungsrichter keine Probleme machen. Und dann... Dann kam die Wiedervereinigung und dann habe ich meinen Besitz teilweise in Thüringen wiederbekommen. Den konnte man beleihen und dann habe ich da ein Geschäft aufgezogen. Und dann, ich wollte eigentlich politisch vollkommen abstinent bleiben. Und das ist ja auch alles nicht so an mich herangekommen, weil das kann man sich heute ja nicht mehr vorstellen. Das Internet gab es ja nicht. Das wurde erst dann ekelhaft, wie dann jeder so nach 2002, 2003, 2004, wie dann jeder Hans Wurst ein Internet hatte. Dann haben meine Mitarbeiter zu mir gesagt, ja Chef, wissen Sie, was im Internet alles über Sie steht? Ich habe ja sowas gar nicht, ich hatte kein Internet. Dann habe ich gesagt, ich will es gar nicht wissen, da muss ich mich nur ärgern. Ich wusste nicht, welche Tragweite das erreicht. Und bin aber trotzdem politisch abstinent geblieben, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also die nachträglichen Versuche, mich in diese Jena-Szene damit hineinzuschieben, auch das hat man versucht. Hat Spitzel an mich herangetragen, die gesagt haben, Chef, wir mit unserer Energie und Sie mit Ihrem Wissen, wir könnten doch was gemeinsam aufstellen. Sag, nein Jungs, da wird nichts draus. Ja, warum denn? Ich sage, weil ihr nicht machen würdet, was ich euch sage. Ganz einfach, deswegen. Ja, würden Sie mal in Jena sprechen, sondern wer kommt denn da, wie viele Leute kommen da, warum nicht? Und dann hat der gesagt, der Spitzel, dass er Spitzel war, wir es später gemerkt, dann müssen wir mal mit Wohlleben reden. Das hat mir gar nicht gesagt, Gott sei Dank. Ja, das war noch nicht so schlimm, weil mir der Name nichts sagte. Das, die Besprechung machen wir dann im engsten Kreis. Und da habe ich gesagt, Jungs, das schon mal gleich gar nicht. Im engsten Kreis geht bei mir gar nichts. Wenn, nur immer vor der Kamera. Im engsten Kreis habe ich die Schnauze voll. Das kommt nicht in Frage. Und das war mein Glück. Jetzt stell dir doch mal vor, ich wäre da hingegangen und hätte mit Wohlleben im engsten Kreis irgendwas besprochen. Dieselben Spitzel hätten dann die Hand gehoben und hätten irgendwas erzählt, was da stattgefunden hat. Wo wäre ich denn dann heute? Da könnte ich mich da bei dem NSU-Prozess mit auf der Anklagebank setzen. Also so arbeiten die. Sie sind dann aber doch irgendwann wieder ins politische Leben eingestiegen. Gab es da so auch irgendwie ein Schlüsselerlebnis? Nein, eigentlich widerwillig.
Ich hatte einen Geschäftskollegen in Chemnitz. Und der hat mich dauernd bekniet und wollte immer was Politisches wissen, hat gesagt, ja, er kennt dann Leute, die wollen unbedingt mal was von der Wehrsportgruppe hören. Und ich wollte gar nicht. Schließlich habe ich dann und sagte, ja, das wird auch bezahlt. Und dann habe ich gedacht, einmal 100 Euro kann ich einstecken, aber das war es nicht. Ich habe mir gedacht, wenn da junge Leute sind, die unbedingt was über die Wehrsportgruppe hören wollen, dann wollen die sich das zum Vorbild nehmen. Und dann muss ich die warnen. Dann muss ich denen sagen, als Modell für eine politische Organisation ist es nicht geeignet. Ihr müsst entscheiden. Ihr könnt nur entweder das machen oder das machen. Beides zusammen geht nicht. Und dann muss ich sie auf die Fußangeln und die ganzen gesetzlichen Bestimmungen und das alles und meine Erfahrungen aufmerksam machen. Und das habe ich gemacht. Und da waren 80 Leute da, junge Kerle. Ich habe gedacht, die Wehrsportgruppe sitzt vor mir, dem Alter nach. Ich kannte keinen einzigen und habe diesen Vortrag gehalten. Und habe auch ermahnt im Hinblick auf Ausländerfeindlichkeit und so weiter. Und habe das auch gut begründet. Und die haben alle brav zugehört, haben auch geklatscht. Und ich habe das auf Video aufnehmen lassen. Es ist kein besonders qualitativ hochwertiges Video, aber es gibt es und es ist auch im Netz. Und dieses Video habe ich anschließend an die zuständige Polizeibehörde geschickt, damit gar nicht erst irgendwelcher Verdacht aufkommt. Und das hat sich auch insofern ausgezahlt, als ich mit der dortigen Polizei eigentlich auch nie Ärger bekommen habe. Jedenfalls habe ich mich da abgesichert. Aber dann hat es ein Nachspiel gegeben. Das war, glaube ich, Ende 2009 muss das gewesen, oder war 2010? Der Vortrag war 2010. Ah, gut, das meine ich jetzt. Der Vortrag war 2010. Und das Nachspiel war, das war ja, glaube ich, auch 2010. War auch 2010. Ja, sechs Wochen später. Okay, spielt so genau gar keine Rolle. Um 2010, unmittelbar nach dem Vortrag, ein paar Wochen. Ja, sechs Wochen ungefähr waren es. Ja. Nach sechs Wochen. Weiß ungefähr. Das genau. jedenfalls liege ich wieder mal im Bett hier oben. Es war noch dunkel. Wird die Schlafzimmertür aufgestoßen. Guten Morgen, Herr Hoffmann, Polizei. Das ganze Haus war voller Gewimmel, voller Sondereinsatzgruppen mit Hunden und Spürhunden. Also das Gleiche wie 30 Jahre. Das Gleiche, nur mit der Maßgabe, dass der Einsatzleiter keine GSG 9 war. Er kam in Zivil rein, erstmal allein, hat keine Waffe in der Hand gehabt. Und er war, wie sich auch später herausgestellt hat, ein anständiger Polizist. Das muss man sagen. Und dann hat er mir eröffnet, dass er einen Durchsuchungsbeschluss hat. Und dass ich soll also terroristische Bestrebungen irgendwo gefördert haben. Und sie suchen nach Sprengstoff, ich soll Sprengstoff haben. Und das kam mir alles so blöd vor. Da habe ich gesagt, haben Sie was eingenommen, nicht? Naja, das war schon irgendwie erstaunlich auch. Jedenfalls, ich durfte das Zimmer nicht verlassen, was auch nicht in Ordnung war. Und irgendwann war die Durchsuchung beendet und gefunden hat man nichts. Und dann haben sie mir den Durchsuchungsbeschluss dagelassen und dann habe ich ein paar Namen gesehen. Und da konnte ich dann feststellen, wie das zustande gekommen ist. Da hat also ein gewisser Richter, der übrigens inzwischen auch wieder schön eine Rolle spielt in euren nationalen Kreisen, nicht? Auch hier mit Rechtsrock-Organisationen beschäftigt ist, aber ist aber eine richtige Drecksau, ist ein Verfassungsschutzspitzel. Könnt ihr euch mal merken, den Namen. Und da ist Folgendes geschehen, das waren dieselben, waren zwei Mann, dieselben, die mich auf der Veranstaltung angesprochen haben und gesagt haben, können wir was zusammen machen.
Nicht? Sie mit ihrer Erfahrung und ich gesagt habe, da wird nichts draus. Und die sind heimwärts gefahren und haben sich im Auto mit dem Handy unterhalten mit einem Dritten. Und das muss der Kapte gewesen sein, inzwischen ja auch bekannt. Und das Gespräch war etwa folgendermaßen: Habt ihr den Sprengstoff, C4, das ist ein Sprengstoff, ich wusste das gar nicht. Habt ihr den C4 von dem Hoffmann gekriegt? Ja. Und die Anleitung dazu auch? Ja. Und dann sind sie weitergefahren. Die Polizei war in der Leitung, weil sie die sowieso auf der Latte hatten, aber nicht gewusst haben, dass das Verfassungsschutzspitzer sind. Die haben die sofort durchsucht, die waren gar nicht mehr richtig zu Hause, vor der Haustür, Auto durchsucht. Das, das, was da am Telefon jetzt im Endeffekt gesagt wurde, das war wahrscheinlich ein Rumgealbere? Nein, das war eben kein Rumgealbere, sondern das war der Auftrag der Geheimdienste. Weil der Geheimdienst wusste, dass die von der regulären Polizei abgehört werden und dass das dann eine Folge nach sich zieht. So. Und dann hat man natürlich bei denen nichts gefunden, die sind auch nicht verhaftet worden. Aber ich habe daraufhin später diese Hausdurchsuchung bekommen. Und deren Führungsoffiziere werden gesagt haben, ihr macht keine Aussage, gefunden hat man nichts, da kommt für euch nichts raus. Aber die Durchsuchung hier ist natürlich durch die Presse gegangen. Titelseite. Innen nochmal ganzseitig, Frankens schlimmster Terrorist und von Ermreuth für die Blutspur hierhin und dorthin und so weiter. Also das hat dann sozusagen meinen geschäftlichen Beziehungen den Rest gegeben. Das war das Ende meiner materiellen Basis, kann man fragen. Weil die Leute gesagt haben, geht das wieder los, irgendwas muss da sein. So. Und ich habe dann mir über den Veranstalter die Handynummer von dem Richter besorgt. Ich hatte ja keine Adressen von denen. Dann habe ich den angerufen und habe gesagt, habt ihr das wirklich gesagt? Ja. Warum? Naja, wir wollten die Polizei ein bisschen verarschen. Aber ich sagte, das war aber ein übler Spaß, nicht? Das ist jetzt an mir rausgegangen. Du gehst jetzt ans nächste Faxgerät und schreibst mir, dass es ein Spaß war und dass die Gespräche zwischen uns und dass das nicht stattgefunden hat. Ja, mache ich. Hat aber nicht gemacht. Weil er es nicht gemacht hat, habe ich ihn angezeigt, wegen Anschuldigung wieder besseres Wissen. Falsch. Ich lege mich schon so auf, dass ich mich verspreche dabei. Anschuldigung. Falsche Anschuldigung, wieder besseres Wissen, trägt nur, wenn es bei der Polizei gemacht, bei einer Behörde. Nun hatten die jetzt nicht bei einer Behörde gemacht, sie haben sich ja bloß selber unterhalten. Da habe ich gesagt, ja, aber sie haben ja gesagt, wir wollten die Polizei veralbern. Also wussten sie, dass die Polizei es mithört, also war es genauso gut, als hätten sie es direkt der Polizei gesagt und zurückgenommen haben das nicht. Es hat dann nach Jahren einen Prozess gegeben, die sind dann bestraft worden wegen Vortäuschen einer Straftat, aber sehr gnädig behandelt worden und meine Strafanzeige ist wieder mal irgendwo im Papierkorb gelandet, das ist überhaupt nicht zum Tragen gekommen. So wird das gemacht und 2 Jahre lang hat man gegen mich wieder ermittelt, wieder 2 Jahre, ohne dass ich dazu gehört worden wäre. Nur wieder die Zeitung ist immer wieder gespritzt worden mit ein paar Sachstandinformationen. Also man hat das wieder gebraucht und benutzt. Die haben sich gesagt, der Hoffmann ist jetzt wieder aufgetreten. Der will das nicht hinnehmen, was wir ihm aufgebürdet haben, diesen Verdacht. Der will sich rehabilitieren. Was fällt denn dem ein? Dem hauen wir jetzt mal eine drauf und dann verschwindet er wieder in der Versenkung. Ja, aber das war ein Fehler. Denn sie haben mich um meine Existenz gebracht. Ich würde heute noch Angebote schreiben und Rechnungen, mich abmühen, für die Arbeitskräfte Geld zu beschaffen. Ich bin froh, dass ich los bin. Von dem Tag an war ich wirklich frei. Frei und besitzlos. Dann habe ich mir gesagt, so, und jetzt kümmere ich mich nur noch um die Wahrheit, nicht nur meine Rehabilitierung. Ich bin es ja auch
den Mitgliedern der ehemaligen Wehrsportgruppe schuldig, sondern es geht nur noch um die Wahrheit, koste es, was es wolle. Und dann haben wir uns Internet zugelegt, haben uns ein bisschen eingearbeitet und haben dann langsam aufgebaut und angefangen, propagandistisch, argumentativ dagegen zu wirken. Und in dieser Zeit, das ist jetzt das siebte Buch, was ich geschrieben habe, das ist noch nicht das letzte. Ich habe mehrere, die ich kann ja nur drucken lassen,